Dass die Ernährung und der Schlaf in engem Zusammenhang stehen, weiß, glaube ich, jeder, der mal so eine durchzechte Nacht hinter sich hat. Ja. Dieser klassische Hangover, ich werde nachts wach, bin nass geschwitzt, denke, ich schlafe 8 oder 10 Stunden, werde wach und bin trotzdem noch wie durchgemangelt und denke, oh, wie überlebe ich den nächsten Tag. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, aber Alkohol ist auch ein Bestandteil in der Ernährungskette und wenn ich zu viel trinke, belaste ich eben negativ meinen Schlaf. Im Umkehrschluss kann ich natürlich auch positiv darauf einwirken, indem ich eben ein paar Dinge wieder beachte, die ich bei meiner Ernährung berücksichtigen kann. Dazu zählen so ganz einfache, profane Dinge. Wie viel Fleisch esse ich? Wie viel Kohlenhydrate? Meide ich Alkohol? Wie gehe ich mit Koffein um? All diese Punkte, wie hoch ist der Zuckeranteil in meiner Ernährung? Das kann man natürlich genauso, wie ich es gesagt habe, ganz analytisch betrachten. Oder ich versuche mich, wie es in der ENS-Methode auch bearbeitet wird, möglichst natürlich zu verhalten. Das heißt, ich schaue, in welchen Lebensmitteln steckt das drin, was ich brauche und welche Lebensmittel schmecken mir. In der ENS-Methode geht es ja darum, dass unser Schlaf maßgeblich auf 3 Säulen aufgebaut ist. Das eine ist das Schlafumfeld, wie komme ich zur Ruhe? Das andere ist mein Körper, da spielt also die Ernährung und die Bewegung eine Rolle. Und in der dritten Säule ist die mentale Balance drin. Und in diesem mittleren Konstrukt der Ernährung und der Bewegung, da ist es eben jetzt, sage ich mal, schon interessant, welche Stoffe führe ich meinem Körper zu. Bei dem Essen gibt es natürlich heute die unterschiedlichsten Ausprägungen. Vegan, vegetarisch und was es dort alles für Formen gibt. Das ist natürlich einmal für mich wichtig, weil ich muss meinen Lebensstil auch mit meinen Vorstellungen zur Deckung bringen. Was den Schlaf betrifft, empfehle ich immer darauf zu achten, dass ich schaue, die essentiellen Aminosäuren zum Beispiel mit abzudecken. Ja, das heißt also viel Gemüse, Obst kann dazu zählen, aber auch, wenn ich es möchte, die richtigen Sorten Fleisch oder die Öle dazu. Worauf legt man Wert? Dazu vielleicht so einen kleinen Ausflug in meine Geschichtenwelt oder in meine Geschichtensammlung. Ich sage immer, das kennt jeder, man fährt mit dem Auto auf der Autobahn natürlich und auf einmal blinkt so hinterm Lenkrad so ein rotes Licht auf. Und dann steht dabei, bei nächster Möglichkeit bitte Öl überprüfen. Ja? Was machen wir? Wir werden ganz panisch, unser geliebtes Auto, nächste Raststätte fahren wir raus, wir messen den Ölstand, oh, zu niedrig. Was macht jeder? Er geht in die Tankstelle rein, greift nach einem Liter Motoröl, kauft das und gönnt es seinem Fahrzeug. Die Frage ist, was investiere ich in einen Liter Motoröl? Und da sind Preise ab 30 Euro gar keine Seltenheit. Und im Umkehrschluss stelle ich dann in den Seminaren und Vorträgen immer mal die Frage, wie viel investiere ich in meinen wertvollsten Motor, nämlich in meinen Körper? Was gebe ich für einen Liter zum Beispiel Olivenöl aus oder welches Öl auch immer sein mag? Und wenn dann Preise genannt werden von 2,99 Euro bis 8 Euro, dann muss ich sagen, Mensch, das ist aber keine Wertschätzung eures wichtigsten Motors im Leben. Ja? Das heißt also, die Qualität der Lebensmittel, ja, das spielt schon eine Rolle. Und natürlich auch die Zusammensetzung. Natürlich spielt es eine Rolle, was ich esse, aber auch der Zeitpunkt, wann ich das Essen zu mir nehme, ist extrem wichtig. Wenn ich mit dem Schlaf ein Thema habe, also gewissermaßen schlafsensibel und esse zu spät, das weiß jeder, dann hat mein Magen durch die Fülle oder der Verdauungstrakt einfach durch seine Arbeit zu viel zu tun und ich kann meinen Schlaf nicht als positiv bewerten. Das ist ganz klar. Das heißt also, möglichst, ich sage immer so 16 bis 18 Uhr, sollte man die letzte Nahrung zu sich nehmen, um dann eigentlich ohne Belastung in die Nacht zu starten. Häufig wird die Frage gestellt, was kann ich bei dem Abendmahl, ja, bei dem wohl berühmten Abendessen berücksichtigen? Und
da sind wirklich Dinge, dass man sagt, ah ja, ich esse viel Rohkost. Da sage ich immer, das belastet aber extrem den Verdauungstrakt. Also es ist eher das Gegenteil der Fall. Ganz einfach zum Beispiel die Temperatur. Je mehr sich die Nahrung von der Temperatur meinem Körpertemperatur angleicht, umso schneller und umso leichter ist es zu verdauen. Das heißt also nicht unbedingt das eiskalte Getränk aus dem Kühlschrank trinken, sondern eher Zimmertemperatur oder sogar einen Tee, der etwas abgekühlt wieder ist. Also auch nicht zu heiß, weil Heißes ist ja auch Energie, dass ich meinem Körper zuführe, und diese Energie muss der Körper auch erstmal verarbeiten, und damit blockiere ich da auch einen guten Schlaf mit. Bei den Lebensmitteln, ich sage immer so als kleines Schlafritual zum Beispiel, ist der klassische Apfel in Deutschland ja verbreitet, aber wenn ich den zum Beispiel dünste, mit ein bisschen Vanille, also echter Vanille verziere oder einen Klecks Honig oben drauf gebe und dann so einen lauwarmen gedünsteten Apfel zu mir nehme als Süßspeise am Abend, dann habe ich so ein bisschen Süße, das heißt also das, was der Körper auch gerne zu sich nimmt, aber ich habe auch gute Bestandteile, die ich leicht verarbeiten kann. Und gehe nicht mit einem hungrigen Gefühl ins Bett. Also natürlich sagt man im Bestfall, dass man die letzte Nahrung so zwischen 17 und 18 Uhr aufnimmt. Aber man muss natürlich wieder beachten, welcher Schlaftyp bin ich. Bin ich eine Eule, die erst um 2 Uhr oder was ins Bett geht, dann muss man natürlich die Uhr ein bisschen weiter drehen. Das heißt, dann kann ich um 21 Uhr auch noch was essen. Ja? Weil es ist eher so der Zeitpunkt ab dem Essen bis zur Schlafengehenszeit. Und wenn ich da so ein Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden habe, dann ist das schon optimal. Ja? Das zeigt aber auch, wie individuell das Thema Schlafen ist. Ein anderes Thema ist dieser klassische Betthupferl. Das ist also ein Lieblingsthema von mir. Das ist nochmal so Betthupferl, so was ganz Besonderes, was ich mir gönne. Also nochmal so eine positive Situation. Und als Betthupferl empfehle ich wirklich zum Beispiel so ein Stück Marzipan, wenn man etwas Süßes mag. Weil gutes Marzipan hat einen hohen Anteil an Mandeln. Und Mandeln haben wieder diese essentiellen und ungesättigten Fettsäuren, die mir also nochmal zusätzlichen Schub geben, dass ich in der Nacht wirklich mit den besten Reserven ausgestattet bin. Also Getränke und Schlaf ist auch wieder ein schönes Thema. Mein Dafürhalten ist es, am besten beim Wasser bleiben, auch ein stilles Wasser, Zimmertemperatur. Allerdings muss natürlich auch die Emotion mitschwingen. Und wenn ich sage, oh, so ein Tee tut mir gut, dann ist es auch wieder, in welche Richtung soll es gehen? Ja? Melisse, Hopfen, Thymian, Baldrian, all diese Kräuter, die man auch schon kennt, die wohl positiven Einfluss auf den Schlaf haben, die kann ich natürlich in einem Tee wunderbar vereinbaren. Sage ich, boah, so Kräutertee kann ich überhaupt nicht trinken, dann hilft mir das auch nicht, wenn ich mir noch einen Liter davon eben einverleibe, sondern es muss immer diese positive Situation dort mitschwingen. Aber so ein schöner Kräutertee kann helfen, aber auch das klassische Glas Milch, ja, mit einem kleinen Teelöffel Honig drin. Das kann also auch genauso als Schlafritual, als Vorbereitung auf die Nacht dienen. Bei dem Thema Wasser werde ich häufig gefragt, spielt es hat es einen Einfluss, ob es kohlensäurehaltig ist oder still? Ich sage immer, der eine kann kein Wasser trinken ohne Kohlensäure. Ja? Das ist auch eine Art von Gewohnheit. Natürlich kann man sich so langsam rantasten. Ich sage da auch ganz gerne die Geschichte von unserem Hund. Ja. Wer so Haustiere hat, Hunde, einfach mal ein Mineralwasser mit Kohlensäure einem Hund hinstellen, der wird tunlichst das vermeiden, von diesem Wasser zu trinken, bis die Kohlensäure eben verblubbert ist. Also das stille Wasser ist einfach das Natürlichere, was ich empfehle. Und natürlich wieder mit einer Zimmertemperatur habe ich die wenigste Belastung. Es sei denn, es ist eine heiße Sommernacht und ich brauche etwas Abkühlung, dann kann durchaus auch mal ein Schluck gekühltes oder sogar eiskaltes Wasser gut tun.